Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Snake Gameplay Video. Jetzt mit dem Barbar, den habe ich ja gestern schon ein bisschen gezeigt, auf Level 20 so also ungefähr. Und jetzt ist er Level 95. Ich habe in der Nacht nicht so gut geschlafen können, vielleicht wirklich ein bisschen müde, aber eher nicht, weil ich jetzt eigentlich schon viel fitter wieder bin. Ja, also immer noch auf alles Vitalität gemacht. Und die anderen sind eigentlich schon recht hoch durch die Charms, also Stärke und Geschicklichkeit. Und nun können wir dann gleich Wirbelwind verwenden. Wir sind ja Level 95, noch 5 Level. Den Stab habe ich schon geholt. Jetzt müssen wir nämlich jetzt ja, die Oasis nochmal Waypoint suchen. Und dann haben wir dann bald die Level 100. Das ist Level 100, glaube ich, ja. Für Wirbelwind, genau. Gut, ja, das Spiel macht momentan echt viel Spaß, also der Mod. Und auch wegen Lightshow. Aber vor allem, dass ich da auch hoffentlich auch in Hölle mal etwas reisen kann, wegen den immunen Gegnern, also. Ja, die Amazone ist noch nicht gerade so richtig Akt 2 hell tätig. Manche Gegner sind fast unzerstörbar noch für sie. Und deshalb verwende ich ihn eigentlich. Ah, genau, Bowen mal. Muss ich auch wieder daran denken, dass ich den buffen muss. Aber der wird so mächtig mit dem Buff, mit den drei Schreien. Also, es ist extrem. Irgendwie Level 300 kann man erreichen, also Maximum irgendwie 900, aber das ist schier fast nicht möglich. So viel spielen möchte natürlich niemand, um die Charms zu finden. Ja. Ja, falsche Seite. Und ja, ich werde einfach das so Nebenleveling-Projekt immer aktiv halten. Und wenn es jetzt Neues gibt, natürlich einfach zeigen, was spannend ist. Genau. Ja, aber das Spiel macht noch so viel Spaß, auch wenn man viel halt farmen muss. Also da echt viel mehr Grinding, also viel mehr Items reintut, die selten sind und die man auch braucht. Aber das Grinding macht mega Spaß. Ich habe noch kein Spiel gespielt, das so viel Spaß am Grinding macht, weil es einfach. Ja, etwas nötig, ja, etwas Tolles zum Grinden einbaut. Also zum Beispiel diese Skill-Pusher oder die Kills-Farmen sind extrem, also das motiviert einfach extremst. Ich habe jetzt zwei Skill-Pusher gefunden, einer für Fire-Claw und einer für Summon Direwolf, also der größere Wolf. Also der mächtigere Wolf, aber der ist eher nicht so mächtig ist, weil er einfach zu wenig summonet, nur die Hälfte summonet. Sind wirklich unnütz eigentlich momentan noch für mich. Ich würde wahrscheinlich kein Fireclaw Bärendruiden machen. Ja. Eigentlich nicht so das Spielstil ist ein bisschen zu langsam für mich. Eher ein Werwolf-Druide mit Rabbis dann. Mal gucken. Rabbis tut sich ja für ja, weiter wachsen, mehr Gegner anstecken und das ist natürlich sehr toll. Und ja, Gift ist natürlich auch sehr praktisch, da es die Regeneration der Gegner capped. Und die Regeneration der Gegner sind manchmal so stark, dass ich mit der Amazone habe ich einfach kein nicht genug Damage gemacht. Und das ist natürlich schon ein bisschen erniedrigend, wenn man nur so 13.000 Damage Maximum macht. Noch. Wir müssen einfach Items finden. Ah ja, ich habe es im Livestream schon gezeigt. Ich habe Oni on Times, eine der besten Handschuhe gefunden. Und der Bosskull, ein Minion-Schädel vom Necromancer, also diese Schilde vom Necromancer, diese Schrumpfköpfe, genau. Da habe ich noch einen gefunden und das ist natürlich sehr motivierend, dass ich jetzt momentan
doch erstmals die größeren, die High-End, naja, nicht ganz High-End, so ja, Level 400 und alles, also die Online-Times kann man schon mit 230, 290 oder so tragen. Das ist eigentlich praktisch, aber es ist schon High-End natürlich, vor allem von der Seltenheit. Das im Albtraum als Dungeon zu finden, macht natürlich sehr viel Motivation. Da jetzt auch noch mal ein bisschen zu mit der Boson zu farmen. Aber jetzt momentan, nee, momentan bleibe ich beim Barbaren natürlich und mache dann immer wieder den Lord, ständig den Lord. Sobald ich natürlich ready bin und ich sterbe, das ist natürlich am Anfang nicht möglich mit so wenig Items. Aber ich merke langsam, langsam komme ich halt auch in die Zeiten, wo ich schon ein bisschen mehr gezockt habe, also dass ich die Items auch schon habe. Aber beim Leveln jetzt von Barbar merke ich einfach, wie wenig Items ich habe. Barbar macht sich noch mega schleppend, weil er halt einfach nur einen Angriff hat, wie zum Beispiel Bash für einen Gegner. Ist natürlich auch nicht so toll. Okay, da haben wir eigentlich alle Punkte, die wir brauchen. Battle-Lord und das weiter pushen. Sehr gut. Hoffentlich finden wir den Weg jetzt hier auch so gut. Also Dry Hills haben wir den Weg eigentlich immer sofort gefunden. Das ist praktisch, wir gehen nach oben. Immer eigentlich den unkomfortabelsten, also den weitesten Weg ganz am Anfang nehmen, beim ersten Mal. Ja, wenn ihr da einfach den nächsten Weg nehmt, dann habt ihr eigentlich immer Sackgasse. Das geht doch schnell, jetzt eigentlich mit Lightshow durchzuruschen. Okay, wir müssen den mittleren, mittelweitesten Weg nehmen. Ja. Also im Weg finden geht's eigentlich. Ich tue mich jetzt auch nicht mehr an links herum orientieren, weil es gibt viele Teilsets, also Gebiete, wo es rechts herum ist. Also immer links herum ist, da dürft ihr einfach nicht gehen. Aber die Wege, die ihr wisst, dass es links herum ist, die solltet ihr schon nehmen. Links herum natürlich. Also zum Beispiel Weltsteinturm und so. Aber eben, das mache ich jetzt hier im Vipern-Tempel nicht und sollte eigentlich hier sein oder hier unten. Da. Komisch. Ja. Amok darf man nicht ausgehen, am besten gar nichts gehen, also einen Punkt dran tun und dann nicht mehr weiter gehen. Finden könnt ihr oder Wurf Mastery für Gegner, die Iron Maiden machen. Oder wenn ihr Iron Maiden habt, als Zweitslot. Da habe ich auch einen guten Slot dafür, den A-Knopf. Der ist viel besser als zum Beispiel, was ist der im Grunde? Tab, glaube ich, oder so. Hä, wo ist jetzt? Ah, hier oben. Ja. Haben wir ihn nicht so schnell gefunden. Aber ja, genau. Er ist einfach am nächsten Weg vom Eingang aus. Dankeschön. Liebes Spiel. Verarschen kannst du dich selber, aber mehr nicht. Vergiftet. Gift ist sowas von stark in diesem Ort. Das ist einfach extrem. Ja. Aber wer keine Fehler macht, hat selber zu wenig zu tun. Ihr müsst mehr zu tun haben, dann macht ihr auch Fehler. Aber wer alles zufallsgeneriert ist, ist Fehler auch nicht schlimm. Haben wir jetzt Level 100? Ja, 101. Komm, wir machen Wirbelwind hier. Schauen wir an. Ist doch Level 120. Mein Gott. Machen wir es im nächsten Video halt. Und vielleicht geht's jetzt in diesem Video noch. Stimmt, ja. Völlig nicht gerade richtig gedacht. Hey, Fehler macht man, wenn man halt viel denkt. Ich bin einfach ständig am Denken oder zu machen. Also mache ich halt auch ein bisschen Fehlerchen. Also dann viel nicht, aber ab und zu halt ein bisschen. Wir haben halt Redeprobleme, also Redefehlerchen. Weil ich natürlich nicht gewöhnt bin an Hochdeutsch reden, also jetzt schon wieder ein bisschen, aber so richtig flüssig geht es noch nicht ganz so gut. Ich bin ja erst 2 Monate am richtig wieder Hochdeutsch reden, also Deutsch reden.
Blockdeutsch oder Deutschlanddeutsch. Ja, Schweizerdeutsch ist da viel einfacher. Müsst ihr mal ein bisschen euch informieren, wie einfach Deutsch, Schweizerdeutsch ist. Einfacher geht keine Sprache mehr. Ja, und jetzt gehen wir halt nochmals auf Bo. Battle Orders. Battle Orders, Battle. Ah, jetzt haben wir aber bessere Juwelen, also Ringe oder Amulette. Gut, und zwar. Wo denn? Ja, der Desert, also. Der Protect of Desert haben wir jetzt noch nicht so viel zum Nutzen. Könnten wir nicht, ja. Aber irgendwo habe ich doch noch 10 zu Stärke, wäre es ja nicht. Poison Resistance. Poison Resistance habe ich eigentlich immer genug. Dann haben wir hier noch, ja, bei uns rechnen wir eigentlich nicht. Ich muss das Schwert tragen, auch wenn es mega schwach ist. Mache ich ein bisschen Dex weg, dafür Mana. Das brauchen wir einfach für Wirbelwind dann. Stärke können wir noch für Dex. Und noch mehr Stärke, aber zu wenig gute Charms. Ja, ich will jetzt natürlich auch weiterspielen und nicht hier mich aufhalten lassen. Life Leech ist wichtiger. Ah, genau hier. Ich dachte, ich habe ein Chassis. Wo ist der Chassis? Wo ist der Chassis? Ich glaube, ein Chassis. Kann ich hier noch nicht down? Ah, 125, okay. Ah, und diesen noch hier rein kurz. Da. Und weiter geht's. Also mit Alkohol. Mit Trocknern habe ich schon geredet. Alkohol ist der. Ne, das ist das andere. Alkohol ist noch träger. Ja, die Namen sind mir noch nicht mehr so geläufig. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade hier so ein bisschen ermitteln kann, also ich sagen kann, aber ich habe wieder angefangen, ein bisschen Champions of Pregnant zu spielen. Das ist ja für mich eigentlich sehr motivierend, weil es einfach RVR hat und eigentlich ein gutes Item-System, also nicht so gut wie Diablo 2 natürlich, aber trotzdem sehr motivierendes hat. Und ja, wenn jemand mitspielen möchte, der darf natürlich gerne mitspielen, weil es einfach sehr motivierend ist. Das Spiel. Es war schon motivierender, als hier Items zu finden und so. Also wer da Interesse hat, dann darf natürlich gerne mehr mitteilen, dass er mitmachen möchte oder einfach mal manchmal dabei sein in den Videos. Und ein Level 1 Charakter kann er auch dabei sein. Egal wie, einfach ein bisschen Präsenz zeigen. Damit ich da auch ein bisschen mehr Videos machen kann. Ein Thema habe zum Beispiel oder so. Und sonst, was würdet ihr gerne für einen MMORPG sehen wollen? Ich hätte auch gedacht, dann mit ihm 2 nochmal ein bisschen reinschauen, aber da ist ja das Drop-System sowas von lame. Nee, das ist nicht, was mich motiviert momentan. Ja, und dem Diablo 2 und Last Epoch und Minecraft gehen natürlich ständig weiter. Ah, ich habe den falschen Weg genommen. Jetzt kann ich durch. Da unten durch müssen wir. Ja, hier in diesem Keller und ich sag mal in diesem Raum vom Palast. Da habt ihr eigentlich immer die unten die besten Chancen weiterzukommen und das Weltfern zu finden. Also hier unten bleiben. Und jetzt hier nach oben im letzten Raum, also im dritten Keller. Ich finde die Gebiete extrem interessant. Das war ja in Diablo 3 noch nicht mehr so interessant. Es gibt schon spezielle Gebiete in Diablo 3, aber so richtige. Ja, zum Beispiel Keller oder so, ist nicht mehr.
Das ist ja der Palastkeller, da ist noch spezieller. Ein Gebiet in Diablo 3 und Diablo 4 haben ja eigentlich sehr spezielle Namen. Also, ja, zum Beispiel, ja, soll ich mal sagen. Ich kenne fast die Gebiete nicht mehr so richtig vom Namen, weil ich nämlich nie daran sehne. Also, ja, diese Folterkammer zum Beispiel, wo der Schenk drin ist. Die hat einen speziellen Namen, aber ich kann jetzt die nicht aussprechen. Arachnofibengruft heißt doch eine irgendwie so. Arachnoidengruft. Und hier ist es die Spinnenhöhle. Das Pendant dazu. Oh, ich finde es so gut, dass die weggeschleudert werden, Knockback. Das ist doch nett. Und für den Barbar gibt es einen guten Gürtel, der ihm nun gegen Freeze macht. Den habe ich jetzt momentan in einer kleinen Form, ein Set-Gürtel, der auch ihm nun gegen Freeze hat. Das hilft unglaublich. Also unbedingt Ausschau halten nach nun zu Freeze. Das ist sowas von wichtig. Und irgendwie droppen momentan keine Boss-Potions mehr. Bin ich doof. Also, mal kurz schauen. 16 Minuten können wir noch ein bisschen weitermachen. Wenn du wieder nochmal schnell den Akt Ding sind. Und am Schluss kann ich ja noch kurz. Ja, mache ich ein längeres wieder. Hä? Mache, zeige ich noch kurz, wie er bewegt, wieder reinhaut. Oder eher nicht, noch nicht so reinhaut, aber. Ja, gut. Muss ich es ja nicht zeigen. Also, ihr kennt sicher, wie er bewegt. Einfach gesagt: Diablo 3, Diablo 2 Snake. Doch schon stärker. Ja, momentan ist in Diablo 3 der Wirbelwind Barbar auch sehr stark. Und vor allem schnell. Es ist unglaublich, wie da ein Streamer durchgewirbelt ist. Mit unglaublicher Geschwindigkeit. Also der ist so durchgewirbelt. Also unglaublich schnell. Und das geht vielleicht in Diablo 2 Snake auch. Nein, ich glaube nicht. Mit der Geschwindigkeit kommt das sicher nicht nach. Aber gut, Hauptsache einer, der auch durchwirbeln kann. Nicht nur den Gegner besiegen muss. Oder nicht nur doch alle Gegner besiegen muss, was abgehalten wird. Ah, jetzt level ich wieder sehr schnell. Also es könnte schon bald zum Wirbelwind kommen. Yay. Was haben wir jetzt? 111, ja. Diese Gruft habe ich einfach. Hä, wieso ist er gestorben? So viel Blitzschaden. Ich will doch den Söldner nicht sterben haben. Muss besser aufpassen. Ah, die so asozial gerade reden. Wegen diesen Roleplay-Gästen. Von GTA Online. Ich sollte auf meine Manieren achten. Ja, es ist halt alles mit Rollenspiel verbunden. Ja, ein Regnum nach Rollenspiel machen, das motiviert extremst. Ja, viele machen eigentlich Rollen, also wenigstens winken oder so machen sie. Also, das Richtige der tolle Community, auch wenn sie nicht die kleinen. Ist leider nicht mehr so groß. Aber das möchte ich ja eigentlich. Und eventuell kommen danach Videos, die, wo ich gar nicht rede. Wo einfach auch für die englischen und spanischen Spiele sind von Mitteln. Und vielleicht hier in Diablo 2 Snake auch mal ein Video mache, wo ich einfach Gameplay zeige und nicht rede. Oder vielleicht auch auf Englisch rede mal. Ja. Und ja. Kann aber auch sein, dass ich eventuell halt mal nicht mehr streamen oder aufnehmen kann. Weil ich irgendwie Probleme habe, gerade mit der Wohnsituation. Aber ich sage euch Bescheid, also auf Twitter könnt ihr mir gerne folgen. Oder auf Ding auch. Auf Discord werdet ihr auch informiert in meinem Channel. Was so läuft. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin halt eingeschränkt im Leben. Weil irgendwie andere auch nicht so viel machen für mich.
Ich habe so das Gefühl, ich lebe so ein bisschen im Hard Mode. Andere Leute haben immer das Gefühl, sie müssen bei mir eigentlich gar nicht viel machen. Ach, das schnell, das ist so toll. Also die Gegner haben sehr viel Leben, haben die Bosse. Und dann, wenn ich jetzt T8, also Players 8 farme, haben die Bosse so viel Leben, dass ich einfach nicht farmen kann, wenn ich möchte. Das ist ein bisschen schade. Schon wieder kein Boss Potion, ey. Unglaublich. Diese Nerverei. Ja, Mana Booster. Für ein paar Bahnen eigentlich schon sehr wichtig, aber liebe Stärke. Aber Mana Boost ist etwas, was man einfach braucht, wenn man Level, also hochlevelt. Ja, ja, was habe ich jetzt? 116. Das geht jetzt wegen einem, mache ich jetzt nicht hoch. Und, ja, jetzt gehen wir noch ins Spinnenwald. Gehen wir mal kurz durch. Ah, ich muss schon die. Ah, der Ding droppt trotzdem. Ja, die Statue. Dann kann ich ja noch ein paar Level. Ja, nein, ich renne durch. Level schaffen wir auch mit dem normalen Gegner. So. Wirbelwind, wie schnell bist du, wenn ich jetzt solche Bewegungsgeschwindigkeit habe? Wahrscheinlich echt langsamer. Musst nur den richtigen Weg finden. Und ja, dann mache ich wieder ein bisschen weiter bis morgen und dann wieder ein Video, der dann ein bisschen höher ist. Und danach wieder viele Dungeon-Videos und so. Mit schöner Abwechslung, genau. Wir machen danach ein paar Boss-Rushes für die Potions. Ein paar ein bisschen Unknown-Skulls. Unknown. Wizardry, genau. Potions. Unknown-Skull. Und, ja, haben danach wirklich für die Amazonen dann hoffentlich auch die Items bald. Trance wäre gut. Und, Black Widow. Und Glory of Elements. So Sachen müssen wir einfach haben mit dem Baba. Also farmen mit dem Baba. Okay, wir haben schon die Spinnenhöhe, sehr gut. Ah, wunderbar. Spider-Coven. So kleinere Runen, also die ersten 5 Runen sammle ich nicht mehr ein. Völlig unnötig. Findet man sowieso zu oft. So, was haben wir jetzt? 19. Also, gleich Wirbelwind. Ah. Ja, die Spinnen sind ein bisschen zäh. Gehen nicht mehr so gut mit den Spells weg. Ach komm, level noch ein bisschen. Nicht so lahmarsch. Sagen wir in der Schweiz. Das Lama langsam. Es gibt eigentlich viele Schweizer Zuschauer, also bei Analytics sehe ich eigentlich so ungefähr 95% sicher Deutsche und ein paar Russen, Spanier wegen Regnum und so. Aber Schweizer schauen leider noch nicht so viele zu, außer sie haben sich einfach auf Deutsch markiert, auf Deutschland und nicht auf Schweiz. Aber eventuell, wenn ich dann Fußball ein bisschen Erfolg habe, das werde ich sicher haben, dann, ja, werde ich wahrscheinlich ganz viele Schweizer haben in meinem Kanal. Ja, und ich habe ja gestern endlich wieder auch wieder auf YouTube ein bisschen besser streamen können. Und ich streame jetzt auch wieder mit Umbrot Orchestra Studio, nicht mit Twitch. Nein, mit Streamlabs. Streamlabs macht einfach zu viele Probleme. So haben der Sound auch viel zu leise und so. Keine Ahnung. Also. Ja, wir müssen noch leveln. Ich bin jetzt gerade in einem Gebiet, das jetzt wieder ein bisschen low-leveliger ist und deshalb leveln wir eigentlich gar
kaum mehr. Ja, das hat einfach so mit der Limitierung von Diablo zu tun, dass Gebiet ja eigentlich ein nahe Charakterlevel sein muss. Das haben sie blöde gemacht. Finde ich einfach ein schlechteres Diablo 2. Das alles so ein bisschen zu eng an einem Level festgebunden ist und dann levelt man einfach nicht mehr, wenn man zu hoch ist. Finde ich ein bisschen doof. Ist leider bei Path of Exile auch ein wenig so, glaube ich. Ja, eher. Aber ich werde die Season, kommt irgendwie am Dezember, 10. Dezember oder so, machen. Und ja, Diablo 3 kann ich nicht zeigen, ich habe einen Black Screen. Ich werde aber schauen, dass ich das machen kann und dann werde ich da auch noch Videos oder Livestreams machen, okay? Also alles, was ihr wollt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr etwas wollt. Und ja, habt dann mehr Spaß. Bei mir dürft ihr Spaß auch holen. Kein Problem. Ihr dürft sagen, was euch Spaß macht. Ich finde einfach nicht den Waypoint. Aber jetzt haben wir Level. Ah, wir haben es geschafft, noch im Video. Was haben wir denn? 26 Minuten, okay. Und bringt hier einen Punkt rein. Hier einen Punkt rein und ja, können wir eigentlich auch den Second Punkt rein. Den anderen spare ich auf. Ja, für noch ein Level. Und jetzt machen wir Wirbelwind. Und jetzt kann ich auch den Ding wegmachen. Den Lightshow-Gürtel. Damit nicht mehr so viel Funken kommt. Ah, oh, ist noch schnell. Also in Diablo. Nein, in Path of Exile ist er wirklich langsam. Aber hier ist er mega schnell. Aber er ist nicht so gelenkig. Na gut. Und ja, der Umfang ist nicht so groß. Aber trotzdem sehr viel entspannender. Und er geht auch schnell. Also, er macht schon Spielschaden. Okay, draufbleiben geht auch relativ gut. Er stoppt nur halt ein bisschen. Naja, und die Mana-Kosten sind natürlich noch ein bisschen hoch. Also allzu lange wirbeln sollte ich nicht. Noch nicht. Helfschein noch nicht. So, da haben wir auch den Waypoint. Jetzt muss ich noch durch den Dschungel natürlich finden. Aber ja, das mache ich alleine. Hä? Dankeschön fürs Zusehen und ja, für den Support. Tschüss.